Jetzt fahren wir da mal drauf. Und dann gucke ich mal, ob man den jetzt kriegen könnte. Müsste doch eigentlich gehen, ne? So, LKW-Konfigurator. Wir gucken uns jetzt mal hier die Lackierungen an. Da ist er doch. 26.000 wird der kosten, so wird er aussehen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator. Und ich stehe hier in Columbus oder in der Nähe von Columbus an so einer Raststätte mit Tankstelle. Da habe ich mich hinbegeben, weil wir möchten nämlich heute das Event fertig machen. 12 Touren von oder nach Nebraska müssen wir ja haben. Eine fehlt noch. Wir haben noch eine Stadt, das sieht man auch unten. Ich gehe mal rein, ist das leiser, ne? So. Eine Stadt fehlt noch, nämlich Grand Island. Und da müssen wir noch einen Auftrag hinbringen oder abholen von mindestens 100 Meilen Länge. Und dann gucken wir auch, dass wir in World of Trucks das auf die Reihe kriegen. Man kann übrigens, ich werde mal gucken, ob ich jetzt mal so einfach umschalten kann hier. Das ist jetzt die Seite World of Trucks. www.worldoftrucks.com. Ja, da kann man einen Account machen und den Account kann man ja dann auch mit dem American Truck Simulator oder mit dem Euro Truck Simulator verbinden. Man kann auch dann ein eigenes Foto nehmen, was man dann auch im Spiel hat. Kann man, habt ihr sicherlich schon gesehen. Und hier bei Logbook kann man immer sehen, die externen Aufträge, die man gefahren hat, die werden nämlich hier protokolliert und die für ein Event sind ja immer externe Aufträge. Da kann man also sehen hier, welche ich schon gefahren habe, welche Städte. Habe ich mal nochmal nachgeguckt. Hier, das sind alles bis auf dieses Grand Island. Da haben wir noch keine gemacht. Dann haben wir alle Städte, glaube ich, angefahren. Jetzt sind auch, glaube ich, nur 12 da in Nebraska. Ja, und wenn ich jetzt hier mal gucke, wo haben wir das Profil, Books, Events? Hier habe ich schon irgendwie ein Geschenk. Ist da schon irgendwie ein Ziel erreicht worden? Mamos Archiplush. Your Special Reward. Das gucken wir uns dann auch an. Das war immer, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen tricky, das einzulösen, diese Geschenke hier. Aber ich bin da jetzt, kommen wir jetzt auch noch, die sind auch noch geschlossen, ne? Ja, so ganz habe ich da auch noch nicht durchgeblickt. Gucken wir zusammen uns mal an. So, also. Erstmal tanke ich hier. Vielleicht mache ich erstmal einen Gang rein, dann kann ich auch fahren. So. Karre aus. Ist zwar nicht viel, aber wenn ich schon mal hier an der Tanke bin. So. Fahre ich jetzt erstmal dahin? Oder gucke ich schon mal jetzt einen Auftrag an? Wie weit wären das eigentlich? Lass doch mal einfach mal ganz blöd gucken, wie weit das eigentlich wäre. Wo sind wir da? Wir müssen. Was habe ich denn da jetzt dran? North Plate. Komisch. Route zurücksetzen. Hier, Grand Island. Da haben wir so verschiedene Firmen. Wie weit werden das? Lass doch mal einfach mal hier reinklicken. 44 Meilen, das ist direkt in der Nähe. Also da brauchen wir gar nichts machen. Da gucken wir direkt nach einem Auftrag, ne? Aufträge, wir müssen ja für die Events immer externe Aufträge nehmen. Die hier. Sonst funktioniert, klappt das nicht. Das kann ich ja gar nicht. Weil ich da noch nicht war, kann ich da auch keine Aufträge anzeigen lassen. Also das ist jetzt all. Dann müssen wir also doch erstmal einfach dahin fahren. Ist egal. Nehmen wir uns einfach eine Firma hier. Guck mal, da kann man eine Halle kaufen. Könnte ich ja auch machen, ne? Welche nehmen wir denn? Eine, die möglichst zentral liegt. Wir haben die vier, sehe ich jetzt hier. Nehmen wir doch die, da sind wir am ehesten da. So. 39 Meilen. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Und dann werden wir schon einen Auftrag finden. So. Auf geht's. Ach ja. So ist das Größte. Ist noch Nacht. 1 Uhr, aber ist ja nicht mehr so lange.
So. Das wird ja bestimmt bald hell. Naja, gut, wir sind mitten in der Nacht. Aber wenn ich da bin, wird es bestimmt bald hell. Hier darf ich 65. Ja, wunderbar. Ja, es ist auch wieder geplant, dass wir im Konvoi fahren demnächst. Es ist heute der 1.6., der Samstag. Mal gucken, vielleicht noch dieses Wochenende. Ich werde die Leutchen jetzt mal anschreiben und sagen, hier, wie sieht's aus, dann habt ihr Zeit und dann machen wir auch wieder ein bisschen Konvoi-Fahrerei hier. Guck mal, da kommt so ein Püschel rübergerollt. Da kann ich mich dran erinnern, als ATS noch ganz neu war. Da gab es nur Kalifornien und Nevada oder so. Und da gab es auch so Strecken, wo von diesen Sträuchern immer welche über die Straße rollten. Das fand ich immer so stylisch. Wie im Wilden Westen. Wie in Lucky Luke. Heißt ja eigentlich Lucky Luke, ne? Aber wir als Kinder haben früher immer Lucky Luke gesagt. So. Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen fahre, dann vergeht die Zeit auch schneller. Wann wird das hell werden? Weiß nicht, irgendwann so 4, 5 Uhr, ne? Und dann machen wir das Ding zu heute hier, ne? Dann haben wir das Event fertig. Es gibt ja noch im ETS, läuft ja auch gerade ein Event, ziemlich zeitgleich auch mit dem Schweiz. Allerdings fahre ich ja auf ProMods und da ist halt immer so eine Sache. Da kann natürlich auch mal ein externer Auftrag gelingen, aber ich hatte das früher öfter erlebt, dass es Schwierigkeiten gibt. Wenn man dann so einen Auftrag fährt, so einen externen, man merkt erstmal nichts. Man kriegt die angezeigt, man kann die möglicherweise auch annehmen und losfahren. Und ich hatte dann ein paar Mal Schwierigkeiten gehabt und konnte die nicht abgeben. So, jetzt sind wir schon da. Eigentlich kann ich jetzt schon stehen bleiben hier. Ach komm, jetzt fahren wir da auch hin, oder? Soll ich hier die Halle kaufen? Ich habe doch noch Plätze frei. Gucke ich gleich mal in Ruhe nach. Pass auf, dann fahre ich doch mal hin zu der Halle hier und bleib hier erstmal stehen. So. Fahren wir hier mal rein. So. Machen wir mal die Bremse rein. Und jetzt gucken wir erstmal uns einen Auftrag aus, oder? Würde ich sagen. Also. Jobs. Externe. Jetzt haben wir das nämlich, die Stadt haben wir jetzt drauf, jetzt kriegen wir die auch angezeigt. So, also, das muss mindestens 6 Meilen ist gut. Grand Island, nee. 84 ist zu kurz. Das wird gehen. Trockenfrüchte könnten wir fahren. Ist auch von hier, der Firma hier, ne? Ich meine, das war doch hier, ne? Sollen wir die direkt nehmen? Das haben wir dann ruckzuck erledigt. Gibt auch gar kein Geld für. So, den nehmen wir schon mal an hier. Schwupp. So, und jetzt können wir doch noch die Halle kaufen. Ich will aber erstmal eben gucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Company Garagenmanager. So, wo haben wir denn die Garagen? Wir haben eine in Texas. Dann habe ich eine hier in Boise. Die Hauptgarage ist noch eine kleine in Los Angeles. Wenn ich jetzt hier eine kaufen würde, wäre das von der Verteilung ganz gut. Ich möchte nämlich zu Anfang gucken, dass ich, egal wo ich bin, immer eine Garage habe, die nicht allzu weit weg ist. Dann wäre das gar nicht schlecht, hier so eine Garage zu kaufen, ne? Puh, die ist teuer hier, ne? Naja. Jetzt gucke ich aber erstmal bei den Fahrer, ob ich da vielleicht noch mit warten kann. Mach mir mal die Tabelle. So. Nicht die Fahrer. Ich wollte die Garagen. Pass auf. Nee, Garagen. Und zwar als Tabelle. So ist gut. Da haben wir Los Angeles. Da bin nur ich. Da haben wir dann eine große, ne? Ah, nee, die sind noch ein Schloss drauf. Und dann haben wir die. Da könnte ich noch 2 Leute einstellen. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt eine Garage kaufe, mache ich das erstmal voll, oder? Aber ich kann die ja schon mal kaufen. Ich muss die ja noch nicht ausbauen oder so. Das Geld hätte ich ja erstmal. Wäre ganz gut. Hier vom Platz her ist das gar nicht schlecht. Ich kaufe die jetzt eben. Dann brauchen wir vorläufig erstmal keine mehr kaufen, ne?
Ja, würde ich sagen. Also, ich glaube, wenn ich 5 Garagen habe, kann ich auch online auf eine Karte klicken, die Garagen kaufen. Finde ich eigentlich gar nicht notwendig. Ich finde, das kann man ruhig so machen, dass man eine Garage nur vor Ort kaufen kann. Das mit dem Aufrüsten und so, dass man das von Ferne machen, okay, aber sonst verselbstständigt sich das alles irgendwie. So. Ja, kaufe ich. So. Das wäre meine dritte, beziehungsweise mit dem Hauptquartier, was ich ja noch nicht ausgebaut habe, wäre das sogar schon meine vierte. Aber die kleine, die habe ich ja quasi am Anfang geschenkt gekriegt. Da bin ich ja alleine. So, hauen wir wieder ab. Wir haben jetzt eine Arbeit zu erfüllen hier. Und wir ordentlich rauskommen. Ja. 2 Uhr morgens, schon ganz schön was los. Du siehst mich, ne? Du bist ja hier schließlich nicht in Omsi. Hoppla. Machen wir mal den Vorwärtsgang rein, dann klappt das besser. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt da vorne rechts rein. Oh je. Langer Stau hier mitten in der Nacht. Oh, ich sehe da schon wieder die Schale mit Chips stehen. Da krieg ich schon wieder lange Zähne. Warum habe ich das nur gemacht? Ich bin ja mal gespannt. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Zettel, was es eigentlich für Geschenke gibt, wenn wir hier das Event fertig haben. Ich muss das mal ein bisschen fester drehen hier, mein Lenkrad. Sonst habe ich das gleich wieder beim Bremsen oder so von der Tischkante gerissen. Kennt jeder, der so ein Lenkrad hat, ne? Ab und zu man bremst und schwupps hat man das Ding in die Hand. Das kann schon mal leicht passieren. Ich scheue auch, weil ja auch dieses Gewinde auch aus Plastik ist. Nur ist zwar sehr hartes Plastik, das also nicht zu sehr festzuschrauben, um das nicht kaputt zu machen. Aber es muss schon ein bisschen fest sein. Also ich mache das auch immer nur von Hand mit den Fingern. Nicht, dass da irgendwie einem auf die Idee kommt, das mit so einer Zange oder so richtig festzudrehen. Kann ich dringend von abraten. Also fest, wie ich das mit Daumen und Zeigefinger eben kriege, ne? Ja, was ist denn jetzt hier? Mein Gott, so lange rot. Ich will abbiegen. Wenn du nicht vor mir wärst, könnte ich das. Und hast nicht einmal was drauf. Jetzt kommt die Antwort von dem, ja, stimmt, ich habe überhaupt nichts drauf. Hau bloß ab. Ja, mach ich. So, wo müssen wir hin? Da hinten rein. Ach, da blinkt das schon. Guck mal, da ist schon die Hüpfsäule da. Die Hüpffeder. Ist das der erste? Jo, ist der erste hier. Ja, ich werde die mal anschreiben jetzt. Den lieben Siggi und den Fotofreak Falcone und auch den Luxen. Da war doch noch wer mitfahren wollte eventuell. Der Sascha hatte angefragt. Wer war denn das noch? Da habe ich gesagt, die sollen sich einfach bei mir melden, wenn sie mitfahren wollen. Sascha hatte mich gefragt. Mal gucken, ob das klappt. Er muss aber noch einiges vorbereiten. So. Na, dann wollen wir mal. Dann war das der Sascha, der sagte, ja, ich kann aber übrigens World of Trucks nur mit ATS verbinden. Bei ETS geht das nicht. Da sagt er immer, du hast das Spiel nicht. Hat da jemand eine Idee? Woran das liegen könnte? Mein erster Gedanke war, wenn man jetzt Euro Truck Simulator auf DVD kauft und nicht mit Steam kombiniert hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie so, ne, Verbindungen sind. Aber sonst? Eigentlich doch nicht, ne? So, grün ist, dann fahren wir rum. Was war das noch, was ich hier fahre? Warte, müssen wir rechts rüber. Gucken wir mal. Trockenfrüchte, 14 Tonnen Trockenfrüchte. Wir haben 17 Stunden Zeit, und zwar Realzeit. Aber so lange werde ich nicht brauchen. Das kann natürlich auch mal gut sein, wenn man jetzt angenommen eine Tour mitnimmt hier von 3.500 Meilen. Da ist man etliche Stunden unterwegs. Ja, also bei Kilometer war das immer so, dass ich gesagt habe, so über den Daumen geschätzt, bummelig, je nachdem natürlich, wie man vorwärts kommt. Warum muss ich in die Eisen treten? Was ist denn hier los? Bremst so schlecht, sind doch nur 14 Tonnen. 1000 Kilometer pro realer Stunde Spielzeit. Ne?
Gut, wenn man jetzt nur Autobahn hat, geht es ein bisschen schneller. Wenn man öfter mal durch Dörfer und Landstraßen fährt, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber so roundabout, ne, ganz grob über den Daumen geschätzt. Das heißt also, bei 3.500 Kilometer kannst du rechnen, so 3,5 Stunden spielst du da dran, bis du das fertig hast. Bei Meilen ist das ja nochmal einen ganzen Tacken mehr. Da sind das mal locker auch mal 5 Stunden, die du da spielst für so eine Tour. Und wenn du jetzt abends um 10 Uhr anfängst und hast ein 3.500 Meilen-Ding angenommen, und dann wird das irgendwann 11 Uhr und dann wird es 12 und dann wird halb 1, dann fängst du das Gähnen an, hast aber gerade mal gut die Hälfte der Strecke weg, denkst du, boah, ne? Dann kannst du hier gucken, wie lange noch, dann sagt das, ja, in 14 Stunden abliefern, kannst du sagen, komm, dann gehe ich jetzt schlafen und morgen beim Kaffee fahre ich das fertig. Das kann dann noch funktionieren. Boah, jetzt ist hier ein Rückstau, guck mal. Und das nachts um 2:30. Ich breche ins Essen. Geht ja gar nicht. Ah, ist noch gut gegangen. Ne, wenn man so eine Strecke hier hat, dann schafft man keine 1000 Kilometer in einer Stunde, wenn man viel sowas hat. Ist ja logisch. Geht die Zeit auch langsamer weiter. Ja, ja, fahrt ihr mal alle ab. Habt ihr richtig gesehen, der hat vorne abgestoppt. Das ist in Amerika so. Da gilt ja eigentlich immer grüner Pfeil. Aber man muss kurz abstoppen. Ist wie ein Stoppschild. Aber einer von euch hat mir auch geschrieben als Kommentar, nee, 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 nicht in allen Staaten. Es gibt auch welche, da ist das nicht so. Also, puh. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das geschildert ist, ob das irgendwo steht. Da steht dann, glaube ich, irgendwo nur, wenn du den grünen Pfeil auch hast, ne? Vielleicht bin ich darauf reingehüpft, weil er manchmal schief gegangen ist. Dann hieß es, er ist über Rot gefahren. Da müsste ich mich vielleicht nochmal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen, in welchen Staaten das geht und in welchen nicht. Dabei muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich gar nicht jedes Mal immer genau weiß, in welchem Staat ich gerade fahre. Also manchmal denke ich so, bin ich jetzt schon in Idaho oder wo bin ich hier? Wo bin ich hier denn? Warte mal, ich muss hier runter. Ich war jetzt am Überlegen, das sah so aus. Aber ich werde hier runter gezwungen. Soll mir recht sein. Was haben wir denn noch? Immer noch 119 Meilen. Wir sind ja immer noch in Grand Island quasi. Ach, wir kriegen das schon hin. Tick-tack, tick-tack. Was habe ich hier den Kenworth? Ne? Wie viel haben wir denn damit schon gefahren? 1756 Meilen. Viel ist das nicht. Ich will ja mal so ein bisschen durchprobieren, die Trucks. So, dann habe ich ja gehört, es gibt im Eurotruck jetzt den E-Truck, ne? Abla, das war jetzt verkehrt. Jetzt war ich im OMSI-Modus und wollte jetzt die Sicht ändern. Und dann mache ich das mit der Leertaste. Und wenn ich hier die Leertaste drücke, dann mache ich die Feststellbremse rein. Auch nicht schlecht, ne? Ach ja, OMSI müssen wir auch noch machen heute. OMSI! Ob ich mir nochmal dieses Hohenkirchen antue? Boah, schon wieder so knapp mit der Ampel. Weil die ist so drammeschwer. Da werde ich mal so ein bisschen experimentieren. Vielleicht mal mit einem alten Bus da fahren. Muss ich nur gucken, ob ich das da irgendwie mit dem E-Bus da hinkriege. Ne? So, jetzt können wir Gas geben hier. Jetzt geht's ab. Ich will gucken, dass ich zeitig ankomme. Damit wir vielleicht das in dieser Folge schon fertig kriegen, auch die Tour, das ganze Event abzuschließen, die Geschenke einzuheimsen. Dann kann ich das auch mal so ein bisschen mitfilmen, wie ich das mache. Ne, wie ungeschickt ich mich anstelle. Aber für jemanden, der das so gar nicht weiß, der hätte dann vielleicht mal einen Anhaltspunkt. Ah, schon wieder. Aber ist auch gut gegangen. War ja noch nicht rot. Ich habe gelbe Welle heute. $526.000 haben wir noch auf der Uhr. Ja, da muss ich mal gucken jetzt, dass ich noch einen LKW kaufe, dann werde ich den hier abgeben an einen Fahrer einstellen, damit auch der Rubel hier zu rollen anfängt. Wie viele Fahrer habe ich eigentlich? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, 3-4 Stück, so sind das, ne? Das ist ja noch nicht viel. Da passiert ja noch nicht viel. Die müssen sich auch erstmal alle ein bisschen etablieren. Naja, wird schon. Aber wenn ich jetzt nochmal einen Truck kaufe, oder sogar zwei, ich glaube, zwei könnte ich noch zwei Trucks kaufen,
und zwei Leute einstellen, dann ist die Kohle weg, ne? Machen wir uns nichts vor. Uhr. Die Zeit geht langsam. Ich habe gedacht, wir sehen noch ordentlich Tageslicht in der Folge. Ja, von wegen. Hätte ich vielleicht doch... Ich kann ja jetzt schlafen eigentlich, ne? Die Zeit ist ja, spielt ja eigentlich keine Rolle. Hier bei den externen Aufträgen. Denn die Zeit geht ja dann nicht ab, ne? Von meiner Zeit, die ich habe. Also ich kann hier kaum spät dran sein. Es sei denn, ich würde jetzt... So kann man das eben machen. Wenn, jetzt haben wir 17 Stunden, 17,5 Stunden noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel speichern würde und würde sagen, ich mache dann übermorgen weiter, dann ist die Zeit abgelaufen. Die läuft ja noch weiter, wenn ich gar nicht spiele. Na, deswegen die blaue Zeit, die ist reale Zeit. So 70 dürfte ich theoretisch. Also sehen wir mal gar nichts, ne? Naja. Ah ja, 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 ja. Passt doch auf. Da ist die KI hier im American Truck Simulator und auch im Euro Truck Simulator ja knallhart, ne? Da hat die keine Probleme mit. Wenn so Spurverengungen sind, die ziehen eisenhart rüber, lassen keinen rein. Da muss man einfach wissen, dann kann man das auch ganz gut handhaben. Ganz schön viel los. Haben wir ja die ganzen ganz kurzen Touren genommen. Aber dann kommen auch mal wieder längere später. Mal gucken. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die anderen auch ihre Events fertig gespielt haben in der Zeit. Oder ob die sagen, oh, ich muss noch Events fahren. Ob wir dann jetzt da diese Nebraska-Geschichten weiterfahren im Konvoi. Ob wir andere Dinge fahren. Wir sind ja beim letzten Mal schon rausgefahren. Dann haben dann was weiteres angenommen. Das scheint also in Ordnung zu sein. Dann gucken wir mal, dass wir uns auch erstmal irgendwo an einem Punkt treffen. Und dann eine schöne, längere Tour auch mal annehmen. Weil jetzt hier in dem Event, das waren ja überwiegend alles kürzere. Die waren ja mal höchstens mal 200 Meilen oder so. So, jetzt müssen wir gleich abbiegen. Ja, hier geht noch gar nicht. Das ist auch neu. Das habe ich früher nie gesehen, hier diese Rotpflasterungen, ne? In den Straßen. Entweder hat sich das mittlerweile verändert, dass die jetzt viele von den Straßen so gepflastert haben, oder aber das ist so typisch hier in dem Bereich von Nebraska, dass ich das deshalb im ATS noch nicht gesehen hatte, weil das eigentlich nur hier in der Gegend oft so gemacht wird. Kann ja alles sein, ich weiß das gar nicht genau. So, jetzt können wir wieder flotter fahren. Fahren nach Philipsburg. Okay. Wenn ich Philipsburg lese, dann denke ich an Gettysburg. Gettysburg, da gibt es doch so einen Kriegsfilm aus dem Bürgerkrieg, aus dem amerikanischen, ne? Südstaaten gegen Nordstaaten. Und ich kann mich erinnern, als DVD ganz neu war, das muss gewesen sein, boah, Anfang der 90er Jahre, ich war ja eine der ersten, die schon einen DVD-Player hatte damals. Also den, ich hatte schon einen DVD-Player, da gab es den im Einzelhandel noch gar nicht. Aber ich hatte da in einer Zeitschrift, die ich damals hatte, abonniert hatte, die hieß Heimkino, da hatte ich eine Annonce gefunden für einen DVD-Player von Panasonic, der DVD A100 oder wie der hieß. Der kostet irgendwie 1500 Mark. Und den habe ich bestellt und da gab es eine DVD dabei. Das war auch die einzige, die es überhaupt bis dahin gab. Und zwar die allererste DVD, die in Deutschland rauskam. Also bekannt, ne? War 12 Monkeys mit Bruce Willis. Und die habe ich dann dabei gekauft. Kostete noch 50 Mark oder so eine DVD. Und dann bin ich extra in den Pro7 Club gegangen, damit ich die zweite DVD kriegen kann, weil im Handel gab es das noch gar nicht. Wenn ich in den Laden gegangen bin, Karstadt oder sonst wo, habe ich gesagt, hier DVDs, hä, was soll das denn sein? Da wussten die noch gar nichts von.
Und wenn man in so einen Laden gegangen ist, so was wie Mediamarkt, und so gesagt, DVD-Player, nee, haben wir noch nicht. Sind bestellt, sollen kommen. Das war ganz, ganz frisch. Und ich habe das Ding schon gehabt. Und im Pro7-Club kriegte man eine DVD, wenn man dann Clubmitglied wurde oder konnte die kaufen, mit Wallace und Gromit. Das war dann die zweite. So, und kurz darauf, also die ersten Geräte allmählich kaufbar wurden, man gab es dann schon Glöckner von Notre Dame und dann auch so hier Miets und Mops oder so mit so einem Hunde- und Katzenfilm gab es dann noch. Und da gab es eine große DVD, die bestand aus mehreren Scheiben. Der ging auch mehrere Stunden, ganz langer Film, der hieß Gettysburg. Das war so ein Film über diesen Krieg. Und die habe ich dann auch irgendwo gekauft und mir angeguckt, ist eigentlich nicht so ganz mein Thema. Aber man hat das ja verschlungen, weil das war ja nochmal ein deutlicher Qualitätssprung, so von der Bildqualität her. Da musste man eben das gucken, was es gab. Ne, das dauerte auch noch eine ganze Weile, bis sich das dann so durchsetzte mit den DVDs. Und jetzt ist das schon veraltet, ne? Jetzt gibt es schon Blu-Rays. Tja. Ja, ich hatte damals schon einen Beamer, aber damals sagte man dazu noch nicht Beamer, da hieß das noch Videoprojektor. Ich hatte erst einen kleinen gehabt von Sharp. Der kostete so 3000 Mark damals, den habe ich dann verkauft gegen einen größeren, der kostete 6500. Da habe ich da Geld rausgehauen für mein Heimkino, aber ich fand das toll. Eine große Leinwand, ich glaube, der hat gemacht irgendwie 800 mal 600 Bildpunkte, ne? Ja, aber da war man noch nicht so verwöhnt mit der Qualität. Tja, Beamer, Videoprojektor. Und dann hatte ich einen Verstärker gehabt, einen Yamaha, wie ist der, DSP 9020 oder so. Der kostete auch über 3000 Mark mit Klangfeldprozessor drin. Da konnte ich das machen, dass das in meinem Wohnzimmer klang wie in einer großen Kathedrale. Und dann Bach, Toccata und Fuge, das kommt dermaßen hart. Da habe ich richtig Geld ausgenommen. Die Boxen habe ich noch. Verstärker habe ich jetzt auch zwar einen Yamaha, aber einen anderen. Das wird halt alles verkaufen. Ich habe so eine kleine Kompaktanlage. Die großen Sachen, die benutze ich gar nicht. Wenn einer Interesse hat an so einen fünffach Lautsprecherboxen, Center Speaker links und rechts und auch hinten die Rears, ne, oder auch ein Verstärker und ein Tape Deck und so, kann sich bei mir melden. Ich werde das demnächst uns bei eBay reinstellen. So, hier sind wir, ne? Wird alles vertickt. Ich habe da keinen Platz für. Ich benutze das eigentlich nie. Wie sich sowas ändern kann, ne? Früher hätte ich sowas nie verkauft. Da wären mir die Haare hochgestanden. Aber heute... Wie, die Boxen sind also noch aus den 90ern. Die sind wirklich schon alt. Der Verstärker, der hat jetzt so... Ja, der geht auch bald an 20 Jahre. So. Wir nehmen immer das Leichteste hier oben, Jason. Ne? Jason, schäm dich. Schäm dich. Ich möchte dich hier mal sehen. Um Gottes Willen, das kannst du doch machen, wie du willst. Das ist doch nur Spaß. Obwohl, feiern würde ich's. So, ach guck mal, das kriegen wir doch hin, oder? Wenn wir genug Platz haben hier. Oh, hier sind ja so komische Parkplätze. Mal den Hals lang machen. Wie sieht denn das aus? Ja, was haben wir denn mit. Was haben wir denn mit Bordstein an der Birne? Guck mal, so ein kleiner Bordstein. Da kachel ich doch mal eben ganz knallhart drüber hier, um die Karre gerade zu ziehen. Siehste? So. Rückwärtsgang. Birne rausgestreckt. Wir müssen da so ein Stück drüber noch. Guck jetzt aber auch in den Spiegel, sonst können wir das gar nicht sehen. Kann das so was werden? Ja, noch ein bisschen. Oh ja, das kriegen wir schon hin. Jawohl. So. Dann wollen wir mal. Haben wir das Event auch erledigt? Ja, siehste. Ausgevorzüglicht. Fortfahren. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ist. Ich hätte eine Speicherphobie. Ich würde das eher Speichermanie nennen. Aber ja, immer speichern. Was habe ich darauf geantwortet? Gebranntes Kind scheut das Feuer. Ne? Wenn irgendwann mal was nicht gespeichert hast und dann... Obwohl, ETS und ATS, die machen ja die Autospeicherungen immer. Das ist also... Ist Gewohnheit. Kann jeder machen, wie will. So, speichern.
Ich speichere immer zwischen den Touren oder wenn ich auf eine Fähre fahre oder wenn ich eben das Spiel beende, so eine Pause mache. So, jetzt haben wir hier 12 von 12. Wir haben das also jetzt fertig hier, dieses Event. Gut. Na? Haben wir fertig. Alles richtig, alles gut. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite. Jetzt müsste eigentlich was kommen. So, Logbook. Hier können wir sehen. Ne? Wir sind gefahren von Grand Island nach Philipsburg vor einer Minute, 124 Meilen. Ich kann den auch aufrufen hier. Ne, da kann ich mir dann nochmal angucken, was das genau war. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Events. Und da haben wir's. Ich weiß nicht, was das ist. Warum ist das noch zu? Habe ich da irgendwas gekriegt? Aber wir wollen ja hier das uns erstmal angucken. Crising Rebaska, Your Reward. Jetzt weiß ich gar nicht, was das ist. Jetzt steht hier Redeem und Steam. Ich weiß das nicht, was das bedeutet, Redeem. Congratulations on a great job, Crising Nebraska. By completing jobs throughout the Cornhusker State. Aha, Cornhusker. Ah, Landwirtschaft. Okay, habe ich da schon mal irgendwo philosophiert drüber, ne? You have achieved your personal goal. Mein persönliches Ziel. And earned this exclusive reward. Grace your truck with the powerful image of the Colombian Mammoth by redeeming your mighty mammoth. Aha, das ist wohl hier diese Lackierung. Truck paint job and conquer the miles ahead as your navigate through the diverse landscapes of Nebraska. This reward is a tradable and markable Steam Inventory item. Ach nee, das gibt nur so ein Steam Inventory, ne, oder? Okay, das kann man dann verkaufen. Es gibt Leute, die kaufen das wirklich meistens so Centbeträge. Jetzt gehe ich hier drauf, Redeem und Steam. Dann geht Steam auf. Jetzt muss ich mich da erstmal anmelden. Okay. Oh, wenn ich denn jetzt... Ach, hat er gemacht. The item has been redeemed. You can find it in your Steam Inventory. Wupp. So, jetzt müsste ich mal nach Steam gehen. So. Und Steam Inventory. Wo war das denn hier? Da kennen sich andere besser aus. Inventar, ne? So. American Truck. Hier müsste das drin sein. Ich sehe noch nichts. Winterblast. Da kann ich nämlich verkaufen den ganzen... Ich denke mal, ich verkaufe das. Obwohl hier sowas hier kann man ja auch reinpacken. Ne? Ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich das nicht verkaufe... Euro Truck, American Truck, da sind wir jetzt hier. Was ist das denn? Ah ja, okay. Ich sehe es aber jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen tricky. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Seite. Das ist er doch. Ja, da ist er. Jetzt könnte ich den verkaufen. Hier, ab 16 Cent wird das Ding vertickt. Das ist doch ein Paintshop. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt in ATS gehe, müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt in eine Werkstatt fahre, komm, lass uns das mal erledigen. Navigation, Weltkarte. Wo ist denn die nächste Werkstatt? Jetzt ist die natürlich sau weit weg, ne? Ach nee. Da ist eine. Hier. Muss das sein, dass das so weit ist? 135 Meilen. Aber ich möchte das gerne mal zeigen. Ich fliege da eben hin, weil sonst wird die Folge einfach zu lang. Das geht ja auch, ne? Pass auf. Gehen wir auf Drive. So. Und jetzt muss ich darauf achten, dass wir hier auf jeden Fall das Beste haben. Jetzt folgen wir der Route, nämlich. Ich gehe nämlich... Das ist getrickst. Ja, ich mache vielleicht demnächst auch nochmal ein Video für die Leute, die nicht wissen, wie man hier die Freikamera freischaltet.
Da gucke ich mir nochmal genauer an, da mache ich vielleicht mal so ein Erklärbär-Video, weil da wird immer mal wieder gefragt, oh, wie kann man das machen? Jetzt bin ich hier auf dem Railway, hier wollte ich doch gar nicht lang. Da ist die Straße, ne? Das kann man nämlich auch fliegen. Mal ein bisschen flotter noch. Guck mal, jetzt wird auch langsam hell. Sind wir doch mal in der Nacht gefahren. Da. Mal noch ein bisschen schneller. Kann ich mit dem Mausrad übrigens. Also navigieren mache ich, kann ich ja schon mal sagen an der Stelle, mit den numerischen Tastatur, mit dem numerischen Zahlenblock auf der Tastatur. Ich drücke jetzt immer die 8 auf dem numerischen aber, ne? Und wenn ich jetzt die 5 drücke, dann geht es rückwärts und ich kann auch seitwärts mit der 6 und hier mit der 4. So, und rauf und runter mache ich, indem ich einfach die Maus bewege. Wenn ich jetzt die Maus so bewege und vorwärts gehe ich nach da und so nach oben. So, und dann kann ich noch mit dem Mausrad die Geschwindigkeit einstellen. Wenn ich jetzt am Mausrad zurückschraube, rutt, dann kann ich auch ganz langsam fliegen. Na, wenn ich jetzt am Mausrad wieder nach vorne drehe, dann werde ich wieder schneller. So, habe ich das schon mal erklärt. Aber ich mache das wirklich demnächst mal, dass ich so ein Erklärbär-Video mache, wo ich dann erkläre, wie man das einstellt. Ich muss da mal gucken, da muss man ein bisschen in der Config-Datei was eintragen. Ist gar nicht schwer. Man muss halt nur wissen, welche Datei, wo die ist, dass man die auch findet. Und dann die Einstellung. Man muss eigentlich quasi nur den Entwicklermodus von 0 auf 1 stellen und die Konsole einschalten und fertig ist der Lack schon. Und dann kann man nämlich hier mit der Sicht 0 in diese Geschichte reingehen. So, jetzt müssen wir gucken, hier war doch irgendwo eine Werkstatt. Ich mach mal. Ah ja, da. Da ist sie. So, dann stelle ich die Karre jetzt hier ab. Hier. So, mit der Kamera über den Boden knapp. Mach mal ein bisschen langsamer. So ist, glaube ich, gut. Und jetzt Steuerungstaste drücken, gedrückt halten. So. Und die 9. Nein! F9, nicht 9. Ja, denn, ey, warum drücke ich denn falsch? Weil ich so viel erzählt habe, ne? Kann es denn sein? Mann, ey. Die Richtung. So, schneller jetzt. Boah. Muss mal aufpassen. Moment. Ich habe das jetzt gerade mal ein bisschen sehr schnell gemacht, langsam gemacht, um das zu zeigen. Man kann das auch so, man muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit hoch oder zu tief liegt, weil dann findet man die Map nicht. Ne? Aber das hatten wir ja schon mal im Eurotruck. So, wo ist das Ding jetzt? Da. Also, Kamera so positionieren. So ist das gut. Steuerung-Taste F9. So. Und dann stehe ich hier. Ich habe Rückwärtsgang noch drin. So, jetzt vorwärts. Jetzt fahren wir da mal drauf. Und dann gucke ich mal, ob man den jetzt kriegen könnte. Müsste doch eigentlich gehen, ne? So, LKW-Konfigurator. Wir gucken uns jetzt mal hier die Lackierungen an. Da ist er doch. 26.000 wird der kosten, so wird er aussehen. Und den kann man eben nur kriegen hier, wenn man das Event gemacht hat. Und so holt man sich eben dann die Preise rein. Manchmal ist das ein Paintjob, manchmal ist das auch hier so ein Interieurteil. Wo müssen wir das machen? Nee. Hier, ne, zum Beispiel hier, das war von Idaho, da gab es diese Schale und das war, glaube ich, ein Weihnachtsevent und so weiter. So dass man so ein paar Sachen hat, die eben nicht jeder hat dann. Ja gut, haben wir das auch gezeigt. Ist wunderbar und mit der Zeit kommt das auch ganz gut hin. Ich werde aber das Ding jetzt wahrscheinlich abgeben. Soll ich denn die Lackierung mal drauf lassen? Eigentlich sind die ja bei mir immer rot, ne? Nee, komm, ach, ich brauche die nicht. Nein. Ach ja, rückgängig machen, ja, er ist wieder rot, alles gut. So, dann würde ich sagen, können wir das auch noch eben zusammen machen zum Schluss. Ja.
guck mal, habe ich das schon benutzt? Und dann kommt erst die Meldung, dass ich das habe. Neue Aufrüstteile verfügbar. Was haben wir denn hier eigentlich? Aha. Ist aber alles hier, okay. Nee, brauche ich nicht. Pass auf, dann machen wir. Dann kaufe ich einen neuen Truck. Oh, der dauert ein bisschen länger, weil ich einen aussuchen muss. Und ich kaufe ja einen neuen und gebe den dann den Leuten. Das mache ich wohl mal ganz in Ruhe. Zwischendurch. Und werde wohl zwei Trucks kaufen oder so. Das kann ich dann kurz zeigen. Weil ich brauchte immer lange, nehme ich den und vergleiche die Trucks. Da sitze ich in eine Stunde. Das wollt ihr nicht sehen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir beim nächsten Mal schon wieder mit dem Konvoi unterwegs sind. Muss ich mal gucken, wie sich dazu ergibt, wie wir einen Termin finden. Bis dann, bye bye und tschüssi.